Oh, herzlich willkommen, moin moin, liebe Zuschauer. Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015 mit einem Helfer, der irgendwie ein bisschen komisch ist. Also irgendwie will er immer dahin, wo wir gerade sind. Ich meine, es macht nichts. Du kannst ja gerne neben dem herfahren, er braucht sowieso ewig beim Abtanken. Müssen wir uns nicht darum kümmern, dann gucken wir lieber, was die Glasmähdrescher hier machen. Wir haben aber auch gesehen, dass unser dritter Helfer jetzt in der letzten Folge, also zwei Helfer haben wir, zwei Abfallhelfer haben wir schon. Den hier fahren wir aktuell noch selbst. Auch schon wieder zurück, ist auf dem Feld und sich eigentlich gleich in Richtung aufgemacht hat zu dem Mähdrescher. Man sieht es natürlich im Dunkeln jetzt nicht so gut. Deswegen wechseln wir nochmal kurz hin, weil ich habe das Gefühl, die haben sich hier in der Kurve verhackstückt. Aus dem Mähdrescher mal ein kleines Stück losfahren. Und jetzt kannst du dich. Hä? Nein. Was will er denn jetzt abfahren? Du hast doch gar nichts geladen. Junge. Das ist schwachsinnig. Machen wir einmal schon mal selber. Ist auch kein großer Verlust. War ein bisschen Licht. Aber schade, dass die Mähdrescher ohne Licht fahren. Achso, da kommt er schon wieder. Möchtest du übernehmen? Okay, wir übernehmen. Wir fahren zu dem nächsten, weil der steht. Doch noch Stillstand. Schade eigentlich. Ich habe groß gedacht, das hat sich jetzt erledigt mit unseren Helfern, aber naja, ganz so gut helfen sie dann doch noch nicht. Weil sie drehen sich in Kurven eben ein, wenn sie zu schnell auf dem Feld unterwegs sind. Und oder blockieren bei Wendemanövern dann die Mähdrescher, die gerade irgendwie rückwärts stoppen und wenden wollen. Naja, irgendwas ist ja immer. Kann ich alles haben. Mal sehen, dass wir unseren doppelten Wagen voll kriegen, dass wir den mal zum Abfahren schicken. Oh, da heizt er los hier, wie so ein Bekloppter mitten durchs Feld. Ne? Ich weiß nicht, was das soll. Wir haben noch eigentlich Fruchtumfahrung eingeschaltet und er fährt trotzdem mitten durch die Frucht. Kann ja auch schon voll sein? Ne, ich glaube nicht. Ja, es ist so dunkel, man sieht ja nur schlechte Mähdrescher, aber bald, wenn wieder Licht ist und wir dann noch auf andere größere Felder kommen, denke ich, dieses Feld sollten wir eigentlich heute Nacht fertig kriegen. Ist ja schon deutlich kleiner geworden, wenn man das so sieht. Auch noch mal ein bisschen ohne Hut-Einblendung, brauche ich gerade nicht. Ich fahre sowieso immer sinnlos nebenher. Was ist denn hier eigentlich los? Wie viel hat er denn geladen? 69%. Wo will er jetzt hin?
Also den verstehe ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz. Macht der aber auch nichts. So, den wollen wir jetzt mal voll machen. Der ist ja schon fast voll, 91%. Das heißt, einmal noch so ein bisschen in beide Anhänger rein und dann ist, können wir den mal abfahren schicken. Ja, der ist ja schon wieder voll, weil ich wollte ihn nehmen. Nehmen du den und mach hinne. Ups. Den sind wir aufgefahren. Nicht nur, dass das der Cosplay-Helfer macht, wir machen das selber auch. Hat den da hingestellt? Ich weiß das gar nicht. Keine Ahnung. Nicht viel drin, ne? Aber naja. Das war schon? Nein. Das war es aber mit dem Anhänger wahrscheinlich. Da ist noch ein bisschen Platz. Für die letzten paar Prozent. Ist aber auch nicht im Fall zu dem anderen. Die 2% muss er uns noch geben hier. Da guckt, da kommt er auch schon wieder. Rasen Roland hier, der mal mitten übers Feld fährt. Furchtbar. So, was haben wir jetzt noch? Tauern, ne? Gut, fertig. Ja, ich glaube nicht, dass der das schafft mit der Ladung. Weizen. Wir laden aber einfach den Kurs. Abfahrt 2 und Abfahrt einstellen. So, und dann wollen wir. Ja, das ist ja. Genau, das ist der richtige. Ja, ich bin gespannt, ob der New Holland mit seiner Doppelladung Richtung Depot kommt. Also man sieht auf jeden Fall, er fährt schon mal Richtung Straße. Aber es wird auch Zeit, dass der jetzt wegfährt. Die anderen beiden sind ja auch gleich voll. Der hier hat noch so ein ganz bisschen und der andere müsste eigentlich gleich voll sein. Ne? Ich glaube nicht, dass der noch mehr Platz hat. Weil da fährt er nämlich. Und ich denke, er fährt jetzt auch ab, weil er voll sein wird. Aber es wäre natürlich cool, wenn die den beiden und dann haben wir den auch gleich. Das ist nicht so cool eigentlich. Gut. Ist er noch nicht voll? Wolltest du den hier jetzt abtanken? Na, ich glaube, das ist voll. Na, fahr mal ab. Fahr mal hinter dem New Holland hinterher und guck, ob er ordentlich fährt. Na, ist er weit gekommen, ne? Gleich an der ersten Kurve gescheitert. Muss auch sein, der hat auch fast keine Kapazität mehr hier. Der andere fährt gleich auf. Ja, wir müssen den hier befreien.
Oder wird die ganze Straße blockieren. Mental hat er sich sogar so eingefahren, dass wir ihn gar nicht mehr rauskriegen. Und ich glaube, das ist der Fall. Guckt euch das mal an, diesen Mist, den er hier fabriziert hat. Hinterherfahren, ist egal. Haben wir wieder kurz Stillstand auf dem Feld, aber wir müssen mal die ganzen Ladungen hier wegbringen. Das hast du geschickt gemacht, ne? Ich kann das auch. So, versuchen wir es aber nochmal. Da fährt ihm jetzt hinterher, theoretisch. Er hat jetzt so ein Vorbild. Das er ja eigentlich nehmen könnte, sollte man meinen. Ja, und hier werden wir jetzt die letzten 5.000, 6.000 rausholen und dann schicken wir auch den abfahren. Wir sind alle drei abfahren aktuell. Dann haben wir gleich wieder den totalen Stillstand, aber danach auch wieder die totale leere Anhängerkapazität. Was dann sogar wahrscheinlich für den Rest des Feldes reichen sollte. Mal gucken. Oh, Hilfe. Ich schaukel mal ganz schön diese großen Anhänger, wenn sie voll sind. Hängt da ja doch ein bisschen Gewicht dran. Ja, ne, das war's. Wir haben jetzt 3 Uhr nachts. Ich würde sagen, sozusagen ist philometrisch hat man erstmal Feierabend. Wir fahren es jetzt noch einmal wieder voll. Dann haben sie Feierabend. Und wir machen mal Abfahrer einstellen. Hoffen, dass er das hinkriegt. Ich gehe davon aus. Weil das hat er schon mal geschafft. Wir müssen uns mal eher um den hier kümmern. Das ist so unser Problemfall. Brauchen wir gerade nicht. Das wird jetzt eigentlich so Rest der Folge werden. Es leidet, ne? Man sieht es, aber er hat gerettet. Jetzt können wir so ein alberner. Okay, es passt. Sehr schön. Mal gucken, ob die Kurve hier passt. Ja, hier können wir jetzt nicht gucken. Wird er nicht eingeblendet. Na doch, die Kurven haben wir sehr gut eingefahren. Ich weiß nicht, warum es bei der eigentlich geklappt hat. Warum man sich da so verheddert hat gleich am Anfang. Aber jetzt hier kommen wir nochmal mitten in der Nacht an mit ordentlich Weizenkapazität. Jetzt bitte hau ihn nicht hinten rein. Na ja, okay. Sehr schön. Ah ja, sehr schön. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Fährt er ihm doch noch hinten rein. Naja, aber ja. Es läuft, würde ich sagen. Der fährt jetzt schon mal wieder Richtung Feld. Ist natürlich dann auch gleich ein Abfahrer für ihn, ein Mähdrescher vielleicht. Das wäre gar nicht so genau mitkriegen. Kommt, der andere da und der andere hier. Ja, läuft. Vorausgesetzt, er findet jetzt den Weg wieder zurück. Aber es sieht auch ganz gut aus eigentlich. Mitrennen. Da kommen wir nicht ganz, das ist ein bisschen schneller. Schade. Gehen wir mal zu dem vielleicht. Zu dem. Und die kommen sich hier gerade entgegen. Oh, sehr schön. Funktioniert.
dann haben wir jetzt eigentlich drei automatische Abfahrer und glaubt natürlich, dass sie es wahrscheinlich nicht schaffen werden, die 3 Meter Schelden sinnvoll abzutanken. Aber guck, wenn sowas passiert und die anderen haben sich tatsächlich schon in einer Kurve verfangen oder was. Versuch noch mal dein Glück. Ja, dann würde ich sagen, die sammeln sich jetzt alle wieder auf dem Feld. Für die jetzige Aufnahme soll es das gewesen sein. Für die heutige Folge war es das. Ich finde, wir haben die Kursblech-Kurse jetzt ganz gut geschafft einzufahren. Ich hoffe, die sind jetzt auch auf den Feldern eine gute Abfahrhilfe. Gucken wir uns in der nächsten Folge dann an, wie gut das klappt. Also, ich würde mich über Kommentare und Like und so freuen und natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.